Hallo, ich bin Lorenz Hornstra und das hier ist die Fortsetzung, Teil 2, einer Reihe über die Offenbarung. Der erste Teil besteht aus 5 Einheiten, die das Buch als Ganzes betrachten. Dort geht es um die Herangehensweise oder das Paradigma, um mehrere grundlegende Fragen zum Buch, um Apokalypse als Literaturgattung, um ihre Verwendung von Symbolen sowie um die Struktur. Diese allgemeine Einführung bildet die Grundlage für diese Fortsetzung. Es lohnt sich, zuerst die Einführung sich anzuschauen oder die Texte zu lesen, bevor man mit den Einheiten über den Text der Offenbarung fortfährt. In der Einführung wird viel behandelt, das ich hier nicht wiederholen werde, vor allem auch in Bezug auf Kapitel 1. Deswegen fangen wir mit Vers 3 an. Der Vers ist eine Segnung, der erste von 7 Segenssprüchen, die in diesem Buch enthalten sind. Wie wir in der Einleitung gesehen haben, ist 7 die Zahl der Vollkommenheit und der Vollendung. In verschiedenen Formen wird diese Zahl 7 im Laufe des Buches immer wieder auftauchen, unter anderem in Form dieser 7 Segenssprüchen. Hier die Nummer 1. Gesegnet ist derjenige, der die Worte dieser Prophetie laut vorliest. Was bedeutet das? Damals haben diejenigen, die lesen konnten, laut gelesen, aber es geht um mehr. Es geht speziell um das Vorlesen dieser Worte in der Gemeindeversammlung. Die meisten Menschen konnten nicht lesen, vielleicht einer von 10. Sie waren also darauf angewiesen, dass jemand anders ihnen vorlas. Außerdem hatte die Gemeinde nicht unbedingt mehr als eine Kopie des Buches. Es ist nicht so wie heute, wo jeder seine eigene Bibel besitzt und zu Hause lesen kann. Deshalb gilt dieser Segen demjenigen, der die Worte des Buches in der Versammlung vorliest. Es ist aber ein doppelter Segen, denn es heißt weiter: Selig sind, die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Erinnern wir uns daran, dass dieser Text an eine Gruppe von Gemeinden in der römischen Provinz Asien geschrieben wurde, kurz vor dem Ende des ersten Jahrhunderts. Die Ereignisse, auf die er sich bezieht, liegen größtenteils in der nahen Zukunft. Für sie, nicht für uns. Wenn wir jedoch gemeinsam mit ihnen die Worte dieser Prophetie hören und sie befolgen, wenn auch wir gesegnet werden. Bevor ich mit dem Text fortfahre, möchte ich eine kurze Aufgabe geben. Halte die Aufnahme an, sobald du die Aufgabe gehört hast, um sie zu erfüllen, wenn du magst. Schlage Offenbarung 1 auf, lies dieses Kapitel durch und markiere oder notiere dir Elemente im Text, die für Christen, die bald mit Verfolgung und möglicherweise Tod konfrontiert werden, relevant und ermutigend sind. Was im Text spricht direkt in eine solche Situation hinein? Ich warte hier auf dich, halte einfach die Aufnahme kurz an und schau dir Kapitel 1 genau an. Hier sehen wir einige meiner Antworten auf die Frage. Die Auflistung ist keineswegs vollständig, aber sie gibt einen Eindruck. Jesus ist der treue Zeuge. Zeuge und Zeugnis sind wichtige Worte in diesem Buch. Durch ihr Zeugnis wird die Kirche das Tier überwinden. Die griechischen Wörter sind Martus, Zeuge, und Martyria, Zeugnis. Daher kommt auch das Wort Märtyrer. Ursprünglich bedeutete das Wort Zeuge. Aber weil so viele Christen ihr Leben für ihr Zeugnis verloren, änderte das Wort seine Bedeutung. Es bezeichnet jetzt jemanden, der für den Glauben getötet wurde. Das liest auch Jesus mit ein. Johannes stellt ihn als das ultimative Vorbild eines treuen Zeugen dar, das die Gemeinde nachahmen soll. Jesus ist auch der Erstgeborene von den Toten. Das bedeutet, dass weitere folgen werden. Geboren aus den Toten. Der Tod ist nicht mehr endgültig. Jesus ist der Herrscher der Könige auf Erden, nicht Cäsar. Gott
ist der Allmächtige. Der letzte Macht liegt bei ihm, nicht bei irgendjemandem auf der Erde. Johannes stellt auch sich selbst als Beispiel dar. Er ist ihr Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus. Jesus ist der Erste und der Letzte, das heißt, er wird das letzte Wort haben. Er ist auch der Lebendige. Der Tod ist nicht länger etwas, das man fürchten muss. Er ist besiegt worden. Jesus hat die Schlüssel des Todes und der Hölle, oder wörtlich Hades, das Totenreich, in dem nach der griechischen Mythologie die Seelen der Toten als Schatten weiter existierten. Und natürlich hat er die Schlüssel, nicht um die Menschen einzuschließen, sondern um die Tore zu öffnen und sie in die Freiheit zu entlassen. Diese Beispiele verdeutlichen, dass die Offenbarung von Anfang an darauf abzielt, die Gläubigen zum mutigen Bezeugen der Wahrheit zu ermutigen. Es gibt noch einige weitere Dinge in diesem Kapitel, auf die ich hinweisen möchte. Schauen wir uns zunächst den Segenswunsch in den Versen 4 und 5 an. Er hat eine dreifache Struktur. Er beginnt mit dem, der ist und der war und der kommen wird. Das ist Gott der Vater, der die Kontrolle über die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft hat. Der Segen endet mit Jesus. Wir würden also einen Hinweis auf den Heiligen Geist erwarten. Aber was wir finden, ist ein Verweis auf 7 Geister. Um was geht es hier? Wer oder was sind die 7 Geister? Es wurden verschiedene Antworten vorgeschlagen. Manche sind der Meinung, dass es sich um 7 Erzengel handelt. In manchen jüdischen Schriften aus der Zeit wird tatsächlich auf 7 Erzengel Bezug genommen. In der Bibel kommen sie jedoch nicht vor. Nur Gabriel und Michael finden Erwähnung. Zweite Möglichkeit, in Anlehnung an Jesaja 11, Vers 2, wo es eine 7-fache Beschreibung des Gottesgeistes gibt, wird argumentiert, dass wir den Satz so verstehen sollten, dass er den 7-fachen Geist Gottes meint. Und dann, vielleicht ist es einfach eine seltsame Art, sich auf den Geist Gottes zu beziehen. Johannes tut auch andere seltsame Dinge in diesem Buch. Die apokalyptische Literaturform will unsere normale Wahrnehmung der Dinge erschüttern und herausfordern. Sie will uns befähigen, die Dinge auf neue Weise zu sehen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall ein Teil der Erklärung ist. Und dann die vierte Möglichkeit, die letzte, die ist etwas schwieriger zu begreifen. Wir müssen dazu den größeren Zusammenhang betrachten. Die 7 Geister werden in 4 Vers 5 ein weiteres Mal erwähnt. Dort haben sie die Form von 7 Fackeln oder Lichtern vor den Thron Gottes. Und eine dritte Erwähnung findet sich in 5 Vers 6, wo sie als die 7 Augen des Lammes dargestellt werden. Mit der Erklärung, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Na, diese Aussage knüpft an Sacharja 4 Vers 10 an, wo der Prophet ebenfalls 7 Lampen sieht, wie in der Offenbarung, und ihm gesagt wird, jene 7 sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Wir können also die Begriffe Geister, Lampen und Augen mit der Idee Gesandt in alle Lande verbinden. Und das führt zu der Schlussfolgerung, durch den Heiligen Geist ist Gott auf der Erde und in der Gemeinde gegenwärtig. Die Zahl 7 symbolisiert auch hier die Fülle und Vollständigkeit dieser Gegenwart. Und die vierte Erklärungsmöglichkeit ist somit, die 7 Geister stellen die Fülle der Gegenwart Gottes auf der Erde durch seinen Geist dar. Noch etwas anderes ist zu erwähnen. In der Einführung habe ich argumentiert, dass die Offenbarung als einen zweiten oder neuen Exodus betrachtet werden kann. Das wird bereits hier in Kapitel 1 sichtbar. Dass die Leser Könige und Priester sind, 1 Vers 6, ist eine Formulierung, die direkt aus dem Buch 2. Mose entlehnt ist, 19 Vers 6. Das ist es,
was Gott über das Volk Israel sagte, als es am Berg Sinai ankam. Dann gibt es noch diese Aussage, die Gott in 1 Vers 8 über sich selbst macht. Ich bin das A und das O, sagt Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. A und O, wörtlich Alpha und Omega oder Omega, sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Er ist der Anfang und das Ende. Wenn Gott in Kapitel 21 erneut spricht, verbindet er diese beiden Paare, A und O, Anfang und Ende, miteinander. Die Idee basiert auf Jesaja, insbesondere auf Jesaja 44, Vers 6. Lesen wir das. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Es ist bemerkenswert, dass in Offenbarung 1, Vers 17 und 22, Vers 13 genau dasselbe über Jesus gesagt wird. Er ist der Erste und der Letzte, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Nur einer kann der Erste sein und nur einer kann der Letzte sein. Aber dieser eine umfasst sowohl den Vater als auch den Sohn. In der Aussage, die Gott über sich selbst macht, in 1 Vers 8, beansprucht er auch, der Allmächtige zu sein. Dieses Wort wird in der Offenbarung 9-mal verwendet, kommt im übrigen Neuen Testament nur einmal vor. Das ist einer von vielen Hinweisen darauf, dass die Machtfrage, wer das Sagen hat, in diesem Buch im Mittelpunkt steht. Und das aus guten Gründen. Gläubige, die mit Verfolgung rechnen müssen, müssen wissen, wer diesen Kampf gewinnen wird. Ab Vers 9 lesen wir den Rahmen, die Kulisse für diese erste Reihe von sieben in diesem Buch. Es handelt sich um die Einleitung in die sieben Briefe in den Kapiteln 2 und 3, wie in der allgemeinen Einführung erklärt. Johannes sieht Jesus in priesterlichem Gewand. Es gibt hier mehrere Elemente, die uns an Daniel 7 erinnern, wo ein Menschensohn zu dem kommt, der uralt ist. Aber erstaunlicherweise verbindet Jesus die Eigenschaften dieser beiden, Menschensohn und dem Uralten. Er erscheint als Menschensohn mit weißem Haar, was ihn wie ein alter Mann aussehen lässt, viel älter als seine menschlichen Jahre. Er ist ganz anders als der Jesus, den Johannes auf der Erde gekannt hat. Er begegnet dem verherrlichten Jesus. Johannes berichtet uns, dass dies am Tag des Herrn geschah. Diese Formulierung kommt nur hier in der Bibel vor. Er bezieht sich wahrscheinlich auf den ersten Tag der Woche, den Tag der Auferstehung. Es ist ein Hinweis darauf, dass die Christen möglicherweise schon früh begannen, diesen Wochentag zu feiern. Johannes sieht Jesus inmitten von sieben Leuchtern. Diese stehen für die sieben Gemeinden. Und diese Gemeinden gibt es also nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel, in der Gegenwart Christi. Die sieben Sterne in der rechten Hand Jesu sind die Engel der sieben Gemeinden, so heißt es in Vers 20. Das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Hat jede Gemeinde einen Schutzengel? Aber wenn ja, warum sollte Jesus mit diesen Engeln durch Briefe kommunizieren? Sind die Engel in Wirklichkeit die leitenden Ältesten oder Pastoren der Gemeinden? Das Wort Engel kann auch Bote bedeuten und sich auf Menschen beziehen. Hatten diese Gemeinden Vertreter zu Johannes geschickt und schickte er sie nun als Boten zurück? Eine interessante vierte Möglichkeit ist, dass der Engel in jedem Fall derjenige ist, der der Gemeinde den Brief und das Buch laut vorliest und so zum Engel oder Bote wird. Wir können nicht sicher sein, was Johannes mit den sieben Engeln meinte, aber eines ist klar: Ihre Position in seiner rechten Hand zeigt Nähe und Schutz. Nach dieser Einführung sind wir jetzt bereit, die sieben Briefe zu hören. Aber das machen wir in der nächsten Einheit.